Verkleidensgenosse kämpft gegen Midlife Crisis. Und wie ihr ihr entkommen könnt und denkt bei sich, jetzt weiß ich's. Mit einem Masterplan trainiert er bis zum 10. Wie ein Wilder jeden Tag für den Iron Man. Sein Spezi lächelt milde, hält sich für furchtbar schlau. Ich such mir doch stattdessen lieber eine jüngere Frau. So sucht jeder irgendetwas, was ihn glücklich macht. Ich habe für mich selber auch was ausgedacht. Ich radle ohne Kompagnon von Salzburg bis nach Usedom, dann hüpf ich 1, 2, 3 in die Ostsee Nackedei. Ich radle ohne Kompagnon, wohin ich will, das wisst ihr schon, dann hüpf ich 1, 2, 3 in die Ostsee Nackedei. Mancher schuftet Tag und Nacht, bis ihm das Burnout oder so ein Herzinfarkt aus den Fugen haut. Der andere denkt nur an Karriere und ist völlig platt, weil er erfährt, dass seine Frau längst einen anderen hat. Das Leben zieht so schnell vorbei und schon ist es geschehen, dass man's übersehen hat, dann hat man ein Problem. Soll es das gewesen sein, bist du schon flügellahm? Hab mir deshalb überlegt, ein Präventivprogramm. Ich radle ohne Kompagnon von Salzburg bis nach Usedom, dann hüpf ich 1, 2, 3 in die Ostsee Nackedei. Ich radle ohne Kompagnon bis zur Insel Usedom, dann hüpf ich 1, 2, 3 in die Ostsee Nackedei. Zu relaxen, zu entspannen gibt es viele Arten. Manche sitzen stundenlang gemütlich im Biergarten. Manche wandern lächelnd über Berge, über Wiesen. Ein anderer wiederum entdeckt für sich das Bogenschießen. Selbst bügeln, putzen, kochen lässt manche Frau entrücken. Oder sie liest einen Roman, um sich zu beglücken. Eigentlich ist es egal, was man auch immer macht, wenn man sich dabei entspannt und die Seele lacht. Drum fahr ich ohne Kompagnon von Salzburg bis nach Usedom, dann hüpf ich 1, 2, 3 in die Ostsee Nackedei. Ich radle ohne Kompagnon, ich hoffe, dass ich mal ankomm, dann hüpf ich 1, 2, 3 in die Ostsee Nackedei. Und falls ich nicht mehr radeln kann, gibt's immer noch die Deutsche Bundesbahn, jawohl.